Jakob und Wilhelm Grimm. Kinder- und Hausmärchen. Zweite Auflage, Band 1, Berlin 1819, Märchen 47, von dem Wacholderbaum, übersetzt ins Hochdeutsche von Gipfelbasilisk. Das ist nun alles sehr, sehr lange her, wohl 2000 Jahre. Da war ein reicher Mann, der hatte eine schöne, fromme Frau, und sie hatten sich beide sehr lieb. Dennoch hatten sie keine Kinder, sie wünschten sich aber so sehr welche. Und die Frau betete dafür, Tag und Nacht. Aber sie bekam und bekam keine. Vor ihrem Hause war ein Hof. Darauf stand ein Wacholderbaum. Unter diesem stand die Frau einst im Winter und schälte sich einen Apfel. Und als sie sich den Apfel so schälte, so schnitt sie sich in den Finger und das Blut fiel in den Schnee. Ach, sagte die Frau und sah das Blut vor sich an und wurde recht wehmütig. Hätte ich doch ein Kind, so rot wie Blut und so weiß wie Schnee. Als sie das sagte, wurde ihr recht fröhlich zumute. Es war ihr recht, wie es auch werden sollte. Da ging sie ins Haus, und es ging ein Monat dahin, und der Schnee verging. Und 2 Monate gingen dahin, da kamen Blumen aus der Erde. Und der 4. Monat verging, da schossen die Bäume ins Holz, und grüne Zweige wuchsen ineinander. Dort sangen die Vögel so sehr, dass ihr Gesang aus dem Holze erklang. Und als die Blüten von den Bäumen fielen, war der 5. Monat vergangen und sie stand unter dem Wacholderbaum. Der duftete so schön, da sprang ihr das Herz in der Brust vor Freude und sie fiel auf die Knie und konnte sich nicht lassen. Und als der 6. Monat vorbei war, da wurden die Früchte an den Bäumen dick und saftig. Und sie wurde ganz still. Und als der 7. Monat vorbei war, da griff sie nach den Wacholderbeeren und aß sie so gierig, wurde sie ganz traurig und krank. War der 8. Monat dahin und sie rief ihren Mann und weinte und sagte, wenn ich sterbe, so begrabe mich unter dem Wacholderbaum. Der Gedanke tröstete sie und sie freute sich wieder. Dann war der 9. Monat vorbei und sie gebar ein Kind. Es war so weiß wie Schnee und so rot wie Blut. Und das freute ihr Herz so sehr, dass sie starb. Da begrub sie ihr Mann unter dem Wacholderbaum und er fing an zu weinen. Eine Zeit lang wurden seine Tränen weniger, und da er noch welche hatte, weinte er sich aus und hörte auf zu weinen, und da nahm er sich eine Frau. Mit der 2. Frau bekam er eine Tochter. Das Kind, das er aber von der 1. Frau hatte, war ein kleiner Sohn. Und er war so rot wie Blut und so weiß wie Schnee. Wenn die neue Frau ihre Tochter so ansah, so hatte sie sie so lieb,
Aber wenn sie den kleinen Jungen ansah, dann stach es ihr durch das Herz. Und es war ihr so, als stünde er ihr alle Zeit im Wege. Sie dachte immer, wenn sie ihrer Tochter all das Vermögen zulassen kommen konnte. Und der Böse gab es ihr ein, bis sie dem kleinen Jungen ganz gram wurde. Sie stieß ihn herum von einer Ecke in die andere und buffte ihn hier, knuffte ihn da, bis das arme Kind immer in Angst war, wenn er aus der Schule kam. Und so hatte er nie, nie eine ruhige Stunde. Einst war die Frau nach oben in die Kammer gegangen. Da kam ihre kleine Tochter auch herauf zu ihr und sagte: Mutter, Mutter, gib mir einen Apfel. Ja, mein Kind, sagte die Frau und gab ihr einen schönen Apfel aus der Kiste. Die Kiste aber hatte einen großen schwarzen Deckel mit einem großen, scharfen Eisenschloss. Mutter, sagte die kleine Tochter, soll mein Bruder nicht auch einen haben? Es verdroß die Frau, doch sagte sie: Ja, den soll er haben, wenn er aus der Schule kommt. Und als sie durch das Fenster gewahr wurde, dass er nach Hause kam, so war ihr das recht. Es war, als wenn das Böse über sie kam, und sie griff nach dem Apfel ihrer Tochter und nahm ihn ihr wieder weg und sagte: Du sollst nicht vor deinem Bruder einen haben. Da warf sie den Apfel in die Kiste und machte die Kiste zu. Da kam der kleine Junge in die Tür. Da gab ihr der Böse ein, dass sie freundlich zu ihm sagte: Mein Sohn, mein lieber Sohn, willst du einen Apfel haben? Sie schaute ihn dabei ungeduldig an. Mutter, sagte der kleine Junge, warum siehst du so schrecklich aus? Ja, dennoch, gib mir einen Apfel. Da war ihr, als sollte sie ihm gut zureden. Komm mit mir, sagte sie und machte den Deckel auf. Hol dir nur einen Apfel heraus. Und als sich der kleine Junge hineinbückte, so riet ihr das Böse: Batsch! Schlug sie den Deckel zu, dass der Kopf des Jungen unter die roten Äpfel fiel. Er befiel sie eine Angst, und sie dachte: Kann ich das von mir bringen? Da ging sie hinunter in die gute Stube und holte aus einem Schrank, aus der obersten Schublade, ein weißes Tuch und setzte den Kopf dem Jungen wieder auf den Hals und band das weiße Tuch so um, dass man nichts sehen konnte, und sie setzte ihn vor die Tür auf einen Stuhl und gab ihm einen Apfel in die Hand. Danach kam das Marlenchen zu ihrer Mutter in die Küche. Die stand bei dem Feuer und hatte einen Pott mit heißem Wasser vor sich und rührte darin herum. Mutter, sagte das Marlenchen, mein Bruder sitzt vor der Tür und sieht ganz weiß aus. Er hat einen Apfel in der Hand. Ich hab ihn gebeten, er soll mir den Apfel geben. Aber er antwortet mir nicht. Da wurde mir ganz schaurig zumute. Geh nur noch mal hin, sagte die Mutter. Und wenn er dir nicht antworten will, so gib ihm eins um die Ohren.
Da ging das Marlenchen hin und sagte, Bruder, Bruder, gib mir den Apfel. Aber er schwieg still. Dann gab sie ihn eins um die Ohren, da fiel der Kopf herunter, darüber erschrak sie sich und fing gar bitterlich an zu weinen und zu schreien, lief zu ihrer Mutter und sagte, ach Mutter, ich hab meinem Bruder den Kopf abgeschlagen. Sie weinte und weinte und wollte sich nicht beruhigen. Marlenchen, sagte die Mutter, was hast du getan? Aber schweig still, dass es kein Mensch merkt. Das ist nun doch nicht mehr zu ändern. Wir wollen ihn sauer kochen. Dann nahm die Mutter den kleinen Jungen und hackte ihn in viele kleine Stücke, tat ihn in den Pott und kochte ihn sauer ein. Marlenchen aber stand dabei und weinte, und die Tränen fielen alle in den Pott, und so brauchten sie kein Salz. Da kam der Vater nach Hause, setzte sich an den Tisch und sagte, wo ist mein Sohn? Da trug die Mutter eine große, große Schüssel mit Schwarzsauer auf, und Marlenchen weinte und konnte sich nicht halten. Da sagte der Vater wieder, wo ist mein Sohn? Ach, sagte die Mutter, er ist über Land gegangen, zu den Verwandten seiner Mutter, er will da etwas bleiben. Was tut er denn da? Er hat mir nicht einmal Lebwohl gesagt. Oh, er wollte so gerne dahin und bat mich, ob er da nicht 6 Wochen bleiben kann. Er ist da gut aufgehoben. Ach, sagte der Mann enttäuscht, ich finde das schon recht traurig. Das ist doch nicht recht. Er hätte mir doch Lebwohl sagen sollen. Damit begann er zu essen und sagte, Marlenchen, warum weinst du denn? Dein Bruder wird schon wiederkommen. Ach, Frau, sagte er, was schmeckt mir das Essen so gut? Gib mir mehr. Und je mehr er aß, desto mehr wollte er haben und sagte, gib mir mehr, wir wollen nichts aufheben. Das ist so, als ob das alles mein wäre. Und er aß und aß, und die Knochen schmiss er alle unter den Tisch, bis er alles aufgegessen hatte. Marlenchen aber ging hin zu ihrer Kommode und nahm aus der untersten Schublade das beste Seidentuch und holte alle Beinchen und Knochen unter dem Tisch hervor und band sie in das Seidentuch und trug sie vor die Tür und weinte blutige Tränen. Da legte sie das Bündel unter dem Wacholderbaum in das grüne Gras. Und als sie sie dahingelegt hatte, so war es ihr mit einmal leicht. Und sie weinte nicht mehr. Da fing der Wacholderbaum an, sich zu bewegen. Die Zweige taten sich immer so auseinander und wieder zusammen, so wie, als wenn sich einer so richtig freut und in die Hände klatscht. Währenddessen kam aus dem Baum ein Nebel, und mitten in dem Nebel, da brannte es wie ein Feuer. Aus dem Feuer, da flog ein schöner Vogel heraus, der sang so herrlich und flog in die Luft, und als er weg war, da war der Wacholderbaum wie vorher. Und das Tuch? Das Tuch mit den Knochen war weg. Marlenchen aber war nun ganz leicht ums Herz. Und sie war recht vergnügt, als wenn ihr Bruder doch noch leben würde.
Da ging sie wieder ganz lustig ins Haus, an den Tisch und aß. Der Vogel aber flog fort, weit, weit fort, und setzte sich auf das Haus eines Goldschmieds und fing an zu singen. Meine Mutter, die schlachtete mich. Mein Vater, der aß mich. Mein Schwesterchen, das Marlenchen, die suchte alle meine Beinchen und band sie in ein Seidentuch und bettete sie unter dem Wacholderbaum. Kiewit, kiewit. Ach, was für ein schöner Vogel ich doch bin. Der Goldschmied saß in seiner Werkstatt und arbeitete an einer goldenen Kette. Da hörte er den Vogel auf seinem Dach sitzen und singen. Das gefiel ihm gar sehr. Da stand er auf, und als er über die Schwelle ging, da verlor er einen Pantoffel. Er ging aber so mitten auf die Straße, einen Pantoffel und eine Socke an den Füßen. Um seinen Körper hatte er noch das Schurzfell gebunden, und in einer Hand hatte er noch die goldene Kette, und in der anderen die Zange, und die Sonne schien hell auf die Straße. Und da stand er nun und sah den Vogel an. Vogel, sagte er dann, du kannst so schön singen. Sing mir doch dein Lied noch einmal. Nein, sagte der Vogel. Zweimal singe ich nicht umsonst. Gib mir die goldene Kette. So will ich dir mein Lied noch einmal singen. Da sagte der Goldschmied. Da hast du die goldene Kette. Nun sing erneut dein Lied. Der Vogel kam heruntergeflogen und nahm sich die goldene Kette in die rechte Kralle und setzte sich wieder auf das Dach und sang. Meine Mutter, die schlachtete mich. Mein Vater, der aß mich. Mein Schwesterchen, das Marlenchen, die suchte alle meine Beinchen und band sie in ein Seidentuch und bettete sie unter den Wacholderbaum. Kiewit, kiewit. Ach, was für ein schöner Vogel ich doch bin. Da flog der Vogel weg zu einem Schuster und setzte sich auf sein Dach und sang. Meine Mutter, die schlachtete mich. Mein Vater, der aß mich. Mein Schwesterchen, das Marlenchen, die suchte alle meine Beinchen und band sie in ein Seidentuch und bettete sie unter dem Wacholderbaum. Kiewit, kiewit. Ach, was für ein schöner Vogel ich doch bin. Der Schuster hörte das und lief hemdsärmelig vor seine Tür und sah nach seinem Dache hin. Er musste die Hände vor die Augen halten, damit ihn die Sonne nicht blendete. Vogel, sagte er ganz verzaubert, was kannst du schön singen? Da rief er zu seiner Tür hinein, Frau, komm mal heraus, da ist ein Vogel, seht mal den Vogel, der kann so schön singen. Da rief er seine Tochter und die Kinder und die Gesellen, die Jungen und die Mägde, und sie kamen alle auf die Straße und sahen den Vogel an.
So schön war er. Und er hatte so rechte, rote und grüne Federn. Und um den Hals war es wie lauter Gold. Und seine Augen blinkten und blitzten wie Sterne. Vogel, sagte der Schuster, nun sing uns dein Lied nochmal. Nein, sagte der Vogel. Ein zweites Mal singe ich mein Lied nicht umsonst. Du musst mir erst was schenken. Frau, sagte der Mann, geh auf den Dachboden herauf, auf dem obersten Regalbrett stehen ein paar rote Schuhe. Die bring mir herunter. Da ging die Frau hin und holte die Schuhe. Da, Vogel, sagte der Mann, nun sing mir dein Lied noch einmal. Da kam der Vogel heruntergeflogen und nahm die Schuhe in die linke Kralle und flog wieder nach oben auf das Dach und sang. Meine Mutter, die schlachtete mich, mein Vater, der aß mich, mein Schwesterchen, das Marlenchen, die suchte alle meine Beinchen, band sie in ein Seidentuch und bettelte sie unter dem Wacholderbaum. Kiewit, kiewit, ach, was für ein schöner Vogel ich doch bin. Und als er ausgesungen hatte, so flog er fort. Die Kette hatte er in der rechten und die Schuhe in der linken Klaue. Und er flog weit, weit weg zu einer Mühle. Und die Mühle ging klippe-klappe, klippe-klappe, klippe-klappe. Und in der Mühle, da saßen 20 Müllersburschen, und die hackten auf einen Stein und hackten. Hickhack, hickhack, hickhack. Und die Mühle ging klippe-klappe, 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 klippe-klappe. Da setzte sich der Vogel auf einen Lindenbaum, der vor der Mühle stand und sang. Meine Mutter, die schlachtete mich. Da hörte einer auf zu arbeiten. Mein Vater, der aß mich. Da hörten noch zwei auf und hörten zu. Mein Schwesterchen, das Marlenchen, da hörten wieder viere auf. Die suchte alle meine Beinchen, band sie in ein Seidentuch, nun hackten nur noch acht, und bettete sie unter, nur noch fünf, den Wacholderbaum, nur noch einer. Kiewit, kiewit, ach, was für ein schöner Vogel ich doch bin. Hörte der Letzte auf, als er das Letzte gehört. Vogel, sagte er, was singst du so schön? Lass mich das auch hören, sing mir dein Lied noch einmal. Nein, sagte der Vogel, zweimal sing ich nicht umsonst. Gib mir den Mahlstein, so will ich das nochmal singen. Ja, sagte er, wenn er mir allein gehörte, sollst du ihn bekommen, aber ja, sagten die anderen, wenn er noch einmal singt, dann soll er ihn haben. Da kam der Vogel herabgeflogen und die 20 Müllersburschen hoben den Mühlstein mit Bäumen an.
Uup. 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 Da steckte der Vogel seinen Kopf durch das Loch und hing sich den Mühlstein um wie einen Kragen und flog wieder auf den Lindenbaum und sang. Meine Mutter, die schlachtete mich. Mein Vater, der aß mich. Mein Schwesterchen, das Marlenchen, die suchte alle meine Beinchen, band sie in ein Seidentuch und bettete sie unter dem Wacholderbaum. Kiewit, kiewit. Ach, was für ein schöner Vogel ich doch bin. Und als er ausgesungen hatte, da schwang er die Flügel weit, weit auseinander. Und er hatte in der rechten Klaue die Kette, in der linken die Schuhe. Und um den Hals den Mühlstein. Und er flog weit, weit weg, zurück zu seines Vaters Haus. In der Stube saßen der Vater, die Mutter und das Marlenchen bei Tisch. Und der Vater sagte: Ach, was wird mir leicht, mir ist recht gut zumute. Nein, sagte die Mutter, mir ist so Angst, so recht, als wenn ein schwarzes Gewitter aufkommt. Marlenchen aber saß und weinte und weinte. Da kam der Vogel angeflogen und als er sich auf das Dach setzte, sagte der Vater: Ach, mir ist so freudig zumute, und die Sonne scheint draußen so schön. Mir ist, als würde ich bald einen alten Bekannten wiedersehen. Nein, sagte die Mutter, mir ist Angst und Bange, dass mir die Zähne klappern müssen, mir das Feuer in die Adern schießt. Und sie riss sich ihr Leibchen auf und noch mehr. Aber das Marlenchen saß in einer Ecke und hatte ihr Schürzchen vor die Augen geschlagen und weinte das Schürzchen ganz nass. Da setzte sich der Vogel auf den Wacholderbaum und sang: Meine Mutter, die schlachtete mich. Da hielt sich die Mutter die Ohren zu und kniff die Augen zu und wollte nicht sehen und hören, aber es brauste ihr in den Ohren wie der allerschlimmste Sturm und ihr brannten die Augen und es zuckte wie ein Blitz vor ihnen. Mein Vater, der aß mich. Ach Mutter, sagte der Mann, da ist ein so schöner Vogel. Der singt so herrlich, die Sonne scheint so warm, und das riecht da draußen wie nach Zimt. Mein Schwesterchen, das Marlenchen. Da legte das Marlenchen den Kopf auf die Knie und weinte in einem fort. Der Mann aber sagte: Ich geh hinaus, ich muss diesen Vogel sehen. Ach, geh nicht, sagte die Frau, mir ist, als bebe das ganze Haus und stünde in Flammen. Aber der Mann ging heraus und sah den Vogel an. Die suchte alle meine Beinchen, band sie in ein Seidentuch und bettete sie unter dem Wacholderbaum. Gewitt, gewitt, ach, was für ein schöner Vogel ich doch bin. Nach der letzten Zeile ließ der Vogel die goldene Kette fallen,
und sie fiel dem Mann just um den Hals. Sie legte sich so fein um seinen Hals, dass sie gar wunderbar passte. Da ging er hinein und sagte, »Sieh, sieh, was für ein schöner Vogel! Er hat mir eine schöne goldene Kette geschenkt und sieht dabei noch so schön aus.« Die Frau aber war so angst und bang, dass sie längs in der Stube hinfiel und ihr fiel die Mütze vom Kopf. Da sang der Vogel wieder. Meine Mutter, die schlachtete mich. Ach, wäre ich 1000 Fuder unter der Erde, wo ich das nicht hören soll. Mein Vater, der aß mich. Da fiel die Frau wie tot nieder. Mein Schwesterchen, das Marlenchen. Ach, sagte das Marlenchen, ich will auch herausgehen und sehen, ob der Vogel mir was schenkt. Und da ging sie heraus. Sie suchte alle meine Beinchen, band sie in ein Seidentuch. Da schmiss er ihr die Schuh herunter und bettete sie unter dem Wacholderbaum. Kiewit, kiewit. Ach, was für ein schöner Vogel ich doch bin. Da war ihr so leicht, licht und fröhlich. Da zog sie die neuen Schuhe an, die neuen roten Schuhe, und tanzte und sprang herein. Ach, sagte sie, ich war so traurig, als ich herausging. Und nun ist mir so leicht ums Herz, das ist mal ein herrlicher Vogel. Er hat mir ein paar rote Schuhe geschenkt. Nein, sagte die Frau, sprang auf, und die Haare standen ihr zu Berge wie Feuersflammen. Mir ist, als sollte die Welt untergehen. Ich will auch heraus und sehen, ob mir auch leichter ums Herz werden sollte. Und als sie aus der Tür kam, bratsch, schmiss ihr der Vogel den Mühlstein auf den Kopf, dass sie ganz zerquetscht wurde. Der Vater und das Marlenchen hörten das und gingen heraus. Da dampfte es und Flammen loderten aus der Stelle. Und als es vorbei war, da stand der kleine Bruder und er nahm seinen Vater und das Marlenchen bei der Hand. Und wir waren alle drei so recht vergnügt und gingen in das Haus an den Tisch. Und aßen.